Ich bin so einer, du guckst besser weg, wenn ich da bin. Und du kannst mir nicht sagen, ja, ich bin da und da, weil ich bin so jemand, der kommt. Das weißt du, das weiß Arafat, das wissen alle anderen. Frag Basultan Hengst. Das macht, ich bin kein harter, ey, versteh mich nicht falsch, aber die Sache ist, das imponiert mir nicht. Mir imponiert das nicht. Dann komme ich halt dahin. So, dann komme ich dahin und du sitzt da rum und irgendwelche Deppen, die sich für irgendwie auserkoren fühlen für dich, weil sie eine Mark durch dich machen, pöbeln mich dann an. Du machst gar nichts. Als ich bei Papa Ari war, ich war öfter da, weil das war auf dem Weg in die Arbeitsbatterie vom Label. Dass es schwer ist, vom LSD-Flashbacks runterzukommen und vom Codeine. Bin mal auf Trip hängen geblieben damals, auf den Mikros. Hab ich dich öfter gesehen, Mann. Als du mit Jalil in Papa Aris warst, du hast mit dem Rücken zu mir gesessen. Jalil war aber da. Ich habe Jalil angeschaut und gesagt, was los, Junge? Alles klar? Er hat auf den Boden geguckt. Weil Jalil ich auch Kontakt, also der hat mich auch angeschrieben 2012. Und sich ausgeheult. Bei aller Liebe, Jalil, alles gut. Ich kenne dich nicht, aber so. Du hast dich nicht umgedreht und hast einen Molly markiert, Junge. Weil selbst wenn du den Molly markiert hättest, dann ist es so, okay, dann, das, weißt du, wie so zwei Silberrücken, der du nicht bist, jetzt einfach vom Sinnbild, so, weißt du, dann hätten wir uns irgendwie beschnuppert und sowas und dann wäre auch alles cool gewesen. Weil du das brauchst, ich brauche das nicht. Ich kann einfach nett sein, aber du, weißt du, wenn du im Dschungel lächelst und du bist nicht aus dem Dschungel, dann fühlen sich Raubtiere angefletscht. Außer du bist aus dem Stamm. Du hast echt krasse Sachen gesagt, so einfach, und die ich mir nicht, also, und da wollte ich einfach, wollte ich einfach sagen, hey, diese Dinge sagst du zu mir einfach nicht. Weil du den Respekt vor dir selber und dein Umfeld und generell vor Leuten nicht hast. Deswegen sagst du mir das nicht. Das macht mich nicht besonders und das ist nicht so, dass jemand anders jetzt sagen, das übernehmen kann, was ich sage, das emulieren kann. Oder irgendwie, weil ich sag ja schlussendlich ganz viel durch die Blume, aber es ist klar. Weil ich spreche dich an, du hast übertrieben, ich hab, achso, wen wollte ich anrufen? Und du hast übertrieben am Anfang. Du hast mich gerufen. Du hast meinen Namen auf Platte gepresst. Den Namen meiner Freunde. Und zu dem Zeitpunkt den Namen meiner Ex-Perle. Im Übergang Ex-Freundin. Und bei mir wäre es so gewesen, pff, wer ist das denn? Aber du hast ein paar andere Namen gesagt und dann ging es auch noch, du hast noch Sachen gesagt, die ich jetzt hier nicht aussprechen werde. Du kannst, jeder kann diesen Song finden. Die Sache ist, ich habe dich angerufen, weil Melli gesagt hat, klar, ruf ihn an. Das ist halt Patrick. Aber die war straight, ich geb dir eine Nummer. Habe ich angerufen. Hallo? Ja, was geht denn ab? Julian hier. Wer ist da? Ja, J-Love. Oh, J-Love. Wo bist du? Wo bin ich? Ich will wissen, wo du bist, weil ich bin in Berlin und ich komme da jetzt hin und ich hau dir aufs Maul. Das war eine Promo! Das muss eine Promo gewesen! Das bist du. Ich wäre gekommen. Als Melly mir gesagt hat, dass Arafat sie durch einen Club an den Haaren gezogen hat und sie verprügelt hat vor Savas und denen. Sie kann das sagen. Habe ich ihr gesagt, Melly, steig ins Auto, wir fahren da jetzt hin. Was sie noch gesagt hat, lass mir bleiben. Liebe Grüße an Melly, an die Schwester. Okay? Du bist doch nicht so einer, Digga.
Und ich bin da nicht hingefahren, ich werde da nicht hingefahren, um Stress zu machen. Ich hätte einfach nur gefragt, was so, was los? Wie? Wie, du, was? Wer bist du denn, Alter, was? Ich hab dich hier noch nie gesehen, Junge. Ich bin nicht mal von hier, ich, Diggi. Was? Sie hatte die Hosen an. Deswegen habe ich mit Melle gechattet. Ich will da gar nicht reingehen. Weil ich finde, also das... Ich habe mit Melle gechillt. Während die auf irgendwelchen anderen Sphären waren, mit denen ich gar nichts zu tun haben wollte. Brrr, Smingo, Crash, Mukata, Sminger, Pangil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 
Das ist böse. Das ist menschenfeindlich.